Hi ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Es ist Dienstag, wir sind im Format Happy Lifestyle und ich werde euch heute meine Kleiderschränke zeigen, wie der Titel sicherlich schon vermuten lässt. Wir wurden immer wieder gefragt, wo genau wir denn eigentlich unsere Kleider aufbewahren, da in den letzten Roomtours, die ich gemacht habe, sowohl im Haus als auch hier in der neuen Wohnung, nicht wirklich viele Kleidung zu sehen war, beziehungsweise es ja in der neuen Wohnung gar keinen richtigen Kleiderschrank gibt, in den man was hängen kann. Und ich dachte mir, ich zeige euch das einfach mal. So ihr Lieben, dann würde ich sagen, legen wir los. Zuallererst mal Haare zusammenbinden, dass sie mir nachher nicht im Weg hängen. Und dann nehme ich mir die Kamera und nehme euch einfach mit. Zuallererst mal gehen wir ins Schlafzimmer hinein, dann seht ihr auch gleich das, was bei uns als Kleiderschrank fungiert, nämlich das Regal da auf der rechten Seite. Und jetzt zeige ich euch einfach, was sich darin verbirgt. Also fangen wir hier vorne an, da ist erstmal Drucker und Kopierer und unten drunter gibt es zwei Fächer und die schauen wir uns jetzt genauer an. Im ersten Fach hier oben haben wir Zubehör zu Zoes Tipptoystift. Da kann man dann noch erweitern und haben die Kabel und alles drin. Und in der schwarzen Kiste daneben verbirgt sich meine Unterwäsche. Kann man kurz reinschauen. Das sollte reichen für das Thema. Und unten drunter ist meine Laptop-Tasche. Und da drin verbergen sich dann immer noch so zusätzliche Sachen wie externe Speicherplatten, irgendwelche Kabel. Und in der schwarzen Kiste sind Socken. Ja, das war's auch schon. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Teil. Fangen wir wieder oben an, dass es immer so ein bisschen gleich bleibt. Und da seht ihr Klamotten von mir. Auf der Seite sind sogenannte Homie-Shirts. Das sind teilweise ganz alte, wirklich nicht mehr schöne, verwaschene T-Shirts. Auch was der Sven aussortiert hat. Das ziehe ich dann zu Hause in meinem Alltagswahnsinn an. Und nebendran liegen T-Shirts, die tatsächlich schön sind, zum Ausgehen sind, für so ja, Tage, an denen man weiß, man trifft auf Menschen. Es sind aktuell nur drei. Und das ist nicht wirklich ein T-Shirt, das hat lange Ärmel, ist aber sehr dünn, deswegen liegt es so bei den Sommersachen. Das wird sich jetzt auch noch mal ein bisschen ändern, im Sommer vielleicht noch ein, zwei mehr und dafür dann wieder Pullover weg, werden wir sehen. Unten drunter im nächsten Fach befinden sich meine Pullover, warme Sachen und auch da gibt es zwei Seiten, da sind so Homies und auf der Seite hat es Sachen, die ich zum Ausgehen anziehe, wenn man das so nennen möchte. Und im Fach unten drunter sind meine Hosen. Hier sind dann wieder so die Klamotten für zu Hause, einfach Schlumperhosen, was man eben so anzieht. Und hier liegen meine drei Ausgehhosen. Eine habe ich an, ich habe also aktuell vier tolle, schöne Hosen zum Ausgehen. Und dann geht es nebendran weiter. Hier ist dann ein großes, langes Fach, in dem liegt jetzt nicht viel. Das sind ganz gemischte Oberteile, mal lang, mal kurz, mal ganz ohne Arm. Das sind Sachen, die ich nur in Kombination mit was anderem anziehe. Also zum Beispiel sowas, wie ich heute anhabe, so, ne? Das ist so ein Fetzen, der da ziemlich weit ausgeschnitten ist, nicht wirklich irgendwas ergibt. Und das trage ich im Normalfall nicht ohne irgendwas, sondern nur mit einem Longsleeve drunter. Und solche Sachen finden sich dann da in dem Regal. Und dann können wir schon wieder weiter rutschen. Und zwar gehen wir da in die Mitte. Da ist ein großes Regal. Wie man sieht, findet sich da drin Bürozubehör. Also es sind alle Ordner mit Unterlagen, teilweise auch leere Ordner, die dann noch gefüllt werden können. Und unten drunter entsprechendes Zubehör. Da auf der Seite haben wir ganz viel Kopierpapier, was wir bei gekauft haben. Unten drunter so Spittel- und Technikkisten bis hin nach da. Also die ist aktuell komplett leer. Da soll dann mal Bürozubehör noch rein, wenn ich es denn aussortiert habe. Nebendran in dem hohen Ausschnitt sind Bücher bunt gemischt. Also das werde ich auch nochmal aussortieren. Da wird wahrscheinlich die Hälfte davon doch noch weggehen. Dann gehen wir weiter im Kleiderschrank und kommen langsam zu Svens Seite. So, und da sieht es aktuell so aus. Das sind so
Sommerhosen, also alles, was so hell ist, was man eher anzieht, wenn es warm ist. Unten drunter noch eine helle Jeans. Und auf der Seite hat er eigentlich mehr so die Sachen, die er auf Arbeit anzieht. Das ist eine kurze Hose für den Sommer, eine Jeanshose und das ist noch Winterüberbleibsel, was wir wegräumen müssen. Das liegt da so. Der Sven hat noch mehr Klamotten, logisch. Eine Jeans wäre ein bisschen wenig. Er ist aber aktuell im LKW unterwegs und hat entsprechend einiges mit auf Tour. So, gehen wir unten drunter weiter. Der Sven hat immer ein bisschen mehr als ich. Wie gesagt, wenn er im LKW unterwegs ist, dann will er einfach nicht irgendwo unterwegs waschen müssen und hat entsprechend genügend, um gute 7 bis 8 Tage im LKW klarzukommen und zu Hause noch was zum Anziehen zu finden, dass er nicht gestresst sofort waschen muss. Und dementsprechend hat er da einiges an T-Shirts, die mal schöner und mal nicht so schön sind. Und auf der Seite hat er dann nochmal aktuell 4 Longsleeves oder Pullover liegen. Damit kommt er ganz gut aus. Und unten drunter haben wir Decken und zusätzliches Zeug, was wir eventuell auf Sofas oder Betten brauchen. Und dann sind wir auch gleich durch. Da kommt noch die letzte Ecke vom Regal. Da haben wir wieder eine schwarze Kiste. In der versteckt sich aktuell alles und nichts. Es ist ein Chaos in der Kiste. Bürozubehör, Kabel und solches Zeug, was dann aussortiert werden soll. Das bleibt einfach erstmal so da stehen, bis ich das aussortiere. Unten drunter hat der Sven auch noch eine Kiste. Da drin hat der Sven dann Socken und Unterwäsche. So, und das war es auch schon zu unserem Kleiderschrank. Und es sind mehr oder weniger dann eben alle Klamotten, die wir besitzen, bis auf das, was ich gerade noch extra anhabe. Wir haben zusätzlich einen kleinen Kleiderschrank im Flur und da gehen wir jetzt hin. So, da ist unser Flur und da ist ein kleiner Schrank, den mache ich jetzt mal auf. Und so sieht es aktuell in dem Schrank aus. Da unten gibt es ein paar zusätzliche Schuhe, Leergutsammlung und Getränke und oben hängen hauptsächlich Wintersachen. Also da haben wir jetzt von der Zoe schon ein paar Jäckchen zum Drüberziehen und noch so eine winterliche Matschhose, wie auch immer. Und daneben gibt es ein Hemd vom Sven, das er dann doch lieber hängen sollte und nicht in den Schrank gefaltet wird. Und dann haben wir da nochmal 2 so Softshell-Jacken, die gehen ja eigentlich immer, kann jeder eine anziehen. Und da dahinter hängen dann meine Winterjacken, das sind 2 Stück. Eigentlich habe ich immer die eine schöne warme an und zum Austauschen, wenn die eine in der Wäsche ist, habe ich eben noch eine 2. Und der Sven hat da seine Sweatjacke, die ziemlich warm ist. Dahinter seine richtige Winterjacke. Dahinter kommt dann noch so eine ganz dünne Sommerjacke zum Drüberwerfen am Abend. Und seine Fahrradkleidung. Und auch oben drüber haben wir da nochmal so Radkleidung und Zubehör. Und so, weiß gar nicht, was das alles ist. Deswegen wüsste das besser. Eine Mütze. Da an der Tür vom Schrank hängt innen nochmal so ein Aufhängteil. Weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Und da drin haben wir Handschuhe, Mützen, Schals, alles das, was man so an Winterkleidung zusätzlich braucht. Und das war's dann auch. Wenn ich mich jetzt im Flur herumdrehe, dann ist da ja nochmal die Tür, durch die wir reingekommen sind. Da hinten dran haben wir auch einen Aufhänger. Da hängt jetzt aktuell nur Zoes Winterjacke, meine Handtasche. Das ist im Übrigen auch die einzige, die ich besitze. Da hängt noch ein Schirm und eine Mütze, dass man das einfach alles schnell greifen kann und nicht vergisst. Willkommen in Zoes Zimmer und Zoes Kleiderschrank. Kennt ihr ja auch schon. Hab mal beide Türen offen und da sehen wir, was die Zoe so besitzt. Gehen wir einfach ganz kurz durch. Also ganz links oben in der Ecke habe ich so Bettzeug, Bettlaken und sowas, was man da extra braucht. Ist noch so eine kleine Unterlegdecke. Und da haben wir Schlafanzüge, sind aktuell jetzt 2 langärmliche, 1 kurzer. Das wird sich dann natürlich ändern, jetzt je nach Wetter. Daneben haben wir Zoes Homie T-Shirts. Also das sind vor allen Dingen so Sachen, die, ja, weiß nicht, die einfach schon Flecken haben, nicht mehr schön aussehen. Die werden dann eben angezogen,
wenn sie zu Hause ist oder wenn wir einfach hier im Garten spielen und so weiter. Und daneben die langärmliche Variante davon, auch da ist mal irgendwie was verfärbt oder so. Daneben haben wir Jogginghosen. Nebendran gibt es dann T-Shirts, die wir anziehen zum, ich sag's mal, Ausgehen. Wie bei mir auch. Wenn wir also ordentlich aussehen wollen, da gibt es da ein paar T-Shirts, die noch super fein sind. Und ganz in der Ecke verstecken sich Hosen. Da sind aktuell 2 Jeanshosen. Es ist ein bisschen dunkel, tut mir leid. Und 2 kurze Hosen. Und dann haben wir da oben das ganze Brett sozusagen schon abgearbeitet. Und unten drunter an der Stange hängen auch noch ein paar Sachen. Wir haben da ganz in der Ecke Badesachen. Das ist ein kleiner Badeanzug und so eine Hotpants, die sie einfach anziehen kann. Und dann haben wir da 2 Röcke hängen. Huch, so. Der grün karierte und der rosa-gelb-weiß karierte. Damit sie noch ein kleines Kleidchen für warme Tage. Und daneben haben wir noch ein neues Kleid. Hihi, mit der Minimaus. Danke, liebe Peggy. Im Übrigen gehört da oben das auch noch dazu. Das hat uns die Peggy von Deutschland mitgebracht. Die ist nämlich gerade hier angekommen. So, und da haben wir auch wieder so einen Schrankhänger, extra Regal. Ist, wie gesagt, ich weiß echt nicht, wie man es nennt. Da drin verbergen sich bei der Zoe 2x Leggings, die etwas wärmer und länger sind. Eine dünnere und so 3/4 lange, die man eventuell auch mal unter ein Röckchen oder ein Kleidchen ziehen kann. Dann haben wir da 3x dünne Strumpfhosen, 2x dicke. Und auf der Seite, da sind so Netze dran. Da haben wir ihre Unterwäsche auf der einen Seite, so Slips und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir Söckchen. Oben sind so dünnere Söckchen und unten sind dann noch ein paar dickere und ganz dicke Wuschelsocken für den Winter. Da daneben haben wir die sozusagen ausgehfähigen Longsleeves hängen aktuell. Da sind ein paar noch ein dicker Wuschelpullover. Da hat sie noch einen zweiten, den hatten wir gerade an, als es wieder geschneit hat. Der ist jetzt in der Wäsche. Und hinten dran nochmal so eine Art selbstgestrickter Jogginganzug. Da gehört eine Hose dazu, die ist da unten drunter. Und da haben wir noch ein paar Haarbänder und Kopftücher für sie. Und dann war es das auch. Und für den Fall, dass die Zoe was anhatte, was nochmal anzuziehen geht, dann hängen wir das hier vorne an die kleine Garderobe. Beispielsweise die Jeans, die hatten wir gestern an und die ist einfach nicht dreckig geworden. Die können wir nochmal anziehen, dann hängen wir das dahin. Und ihr aktueller Schlafanzug. So, ihr Lieben, das war's für heute. Wir sind durch unsere Kleideraufbewahrungsmöglichkeiten und die darin befindlichen Sachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, lasst mir einen Kommentar hier unterm Video da. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wie bei den meisten schon bekannt, werde ich euch auch hier wieder Videos verlinken. Oben in der Ecke gibt es das aktuellste, neueste Video vom Kanal. Unten drunter gibt es eins, das für euch interessant sein könnte, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und links oben gibt es dann ab sofort die Playlist zum Format Happy Lifestyle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!